Hallo und herzlich willkommen hier in Oldenburg bei der Werkstatt von Dirk Wellmann. Hallo. Heute geht es um das Thema Getriebe und heute geht es aber nicht an einem normalen Pkw, sondern an einem Wohnmobil, wie man hört. Ja, Dirk, Thema Getriebe. Warum ist das für euch so interessant? Ja, wir bekommen bei unseren Fahrzeugen, die wir halt hier vertreten bzw. reparieren, wir machen halt Iveco und Fiat Professional, der Anteil der Fahrzeuge, die Automatikgetriebe haben, werden immer mehr. Gerade im Bereich Wohnmobile haben wir seit einigen Jahren halt ein Vollautomatikgetriebe drin und dementsprechend wird das Thema Getriebe und Getriebespülung bzw. Getriebereinigung, Wechsel immer mehr bei uns. Ja, Dirk, wir haben jetzt hier auch ein Fahrzeug mit einem Problem. Erzähl doch mal was drüber. Ja. Bei dem Fahrzeug kommt es bei längerer Fahrzeit zu Problemen im Bereich des Wandlers. Und da ist der Ansatz, ob eine Getriebespülung Änderung bringt. Natürlich sind wir nicht alleine hier. Wir haben natürlich noch zwei Mitschreiter. Ja, ich bin Martin. Gemeinsam hier mit Benjamin stehe ich am Fahrzeug. Eine Probefahrt ist natürlich schon erfolgt. Der Fehler steht fest. Wir wollen jetzt noch mal gucken im Fehlerspeicher, was ist dahinter liegt. Wir haben einmal den Fehler Leistungsverhalten Wandlerkupplung im Fehlerspeicher hinterlegt. Genau, und weiteres wird euch dann Martin dazu erklären. Ja, wir schauen einmal, warum der Wandler keine Leistung mehr macht. Das kann natürlich an veraltetem Öl oder verbranntem Öl liegen, dass er eben nicht mehr auf die volle Leistung kommt. Und das versuchen wir mit der Spülung zu bekämpfen. Ich sehe, hier ist ein DDEFS-Aufbau, aber was für ein Fahrzeug versteckt sich dahinter? Unter dem Fahrzeug ist ein Fiat Ducato Serie 8 mit einem 2,2 Liter und einem ZF 9HP Getriebe. Ja, das ZF 9HP Getriebe hat halt eine Besonderheit, da ist ja kein von außen zugänglicher Filter dran. Umso wichtiger ist natürlich, dass das ganze Öl rauskommt und das kriegen wir ja nur bei einer Spülung hin. Aber das Getriebe ist natürlich auch bei vielen anderen Fahrzeugen verbaut, beispielsweise bei Jaguar oder aber auch bei Fiat Pkw Modellen und so weiter und so weiter. Für das ZF 9HP haben wir hier unser Expert-Kit mitgebracht. Einmal mit der Füllmenge 6 Liter und zusätzlich 2 Liter haben wir noch mitgebracht, damit wir spülen können. Neben dem Öl haben wir natürlich noch die Ablassschraube und die Kontrollschraube dabei und einen Wartungsnachweis. Ja, Benjamin, dann lass bitte das Auto einmal hoch und dann schließen wir das Gerät an. Ja, wir haben uns jetzt hier mit unseren Universaladaptern in den Getriebekreislauf angeklemmt und an den beiden Anschlüssen können wir jetzt unser Gerät anklemmen. Bevor wir mit der eigentlichen Spülung beginnen, prüfen wir jetzt erstmal, ob die Anschlüsse dicht sind. Dazu lassen wir das Fahrzeug laufen. Gleichzeitig wird dann durch das Gerät die Flussrichtung erkannt. Ja, um den Prozess jetzt zu starten, müssen wir hier den Ölwechsel, die Ölwechselmenge eingeben. Wir haben ja gerade gehört, wir haben 6 Liter drauf als Gesamtfüllmenge und die geben wir jetzt auch ein. Ja, Benjamin, jetzt sind wir mit dem eigentlichen Tausch des Öles durch die Spülung schon durch. Da wir keinen Filter haben, brauchen wir den auch nicht zu wechseln. Der nächste abschließende Schritt wäre dann einmal den Ölstand prüfen. So, wir haben jetzt eine Getriebeöltemperatur von 45 Grad. Okay, dann haben wir hier eine Tabelle, ne? Genau. Und dazu haben wir das passende Ölstandsmesswerkzeug. Ah ja, da ist hier eine Einteilung drauf und das ist der Wert, den wir haben müssen. Genau. Das ist auch keine Hexerei, ne? Genau. Dann legen wir mal los. Jo. Knapp 40. Ja, dann passt das ja. Okay, dann haben wir den Ölstand richtig eingestellt. Dann müssen wir jetzt nur noch ausschalten und zurückadaptieren. Ja, jetzt sind wir mit der Spülung so weit durch. Ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das ist ja fast identisch. Ich wollte sagen, man sieht, dass das Öl deutlich heller ist wie im Vorfeld. Ja. Dann kannst du jetzt das Schönste machen, die Probefahrt machen. Okay. Und Dirk, wie war's? Also während der Probefahrt sind jetzt keine Fehlermeldungen wieder gekommen. Das Schaltverhalten war deutlich weicher. Von daher glaube ich, dass die Aktion war ein voller Erfolg.
Ja, das war das Thema Getriebespülung hier in der Werkstatt von Dirk Wellmann. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Demonstration des Getriebespülens. Hat euch dieses Video gefallen? Gebt uns einen Daumen hoch. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach einen Kommentar und denkt dran, abonniert unseren Kanal.